Hallo, es ist mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video und deswegen sitzen wir hier. Ich habe ein ganz bisschen viel gesammelt. Ein bisschen doll viel. Auch wieder Haushaltsprodukte. Ich hatte euch im letzten Aufgebraucht-Video ja gefragt, ob ihr das sehen wollt und da haben einige geschrieben, jo, wollen wir sehen. Deswegen habe ich wieder gesammelt und es ist viel und wir fangen mal an am besten, ne? Ich habe hier von Real Quality so eine Staubtücher aufgebraucht. Meine Mom hat gedacht, ich hätte so ein Teil und hat die deswegen mitgebracht, weil die wohl in der Werbung waren. Ich habe aber dieses andere Zeug von Swiffer direkt, diesen Stab, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der hat so eine Gabelung, wo ihr dieses Tuch dann quasi draufsetzt und dann hat der so Fransen drunter. Ne? So ein Teil habe ich aber nicht das. Und ich habe die dann jetzt einfach ganz normal zum Staubwischen verwendet. Die waren super. Also haben gut den Staub aufgenommen. Ne? Ich habe ja hier schwarze Möbel, wie ihr seht. Ich habe auch im Wohnzimmer ein bisschen umgestellt. Und da siehst du halt jede Menge Staub. Und deswegen ja, bin ich öfter am Wischen. Die fand ich sehr gut. Wie gesagt, 20 Stück. Real Quality bekommt man halt bei Real. Und ja, waren okay. Würde ich mir jetzt aber persönlich nicht nochmal nachkaufen, weil da kannst du auch jeden anderen jedes andere Staubtuch nehmen, aber die waren nicht schlecht, genau. So, ich packe das mal nach unten, weil das ist Pappe. Dann ist leer gegangen von Profissimo Backpapierzuschnitte, die kaufe ich immer. Die sind halt schon fertig, ne? Dann nimmst du einfach nur noch so ein Blättchen quasi, ziehst von der Rolle ab und hast das und musst das nicht selber zuschneiden. Das ist einfach super. Es sind 30 Stück drin, ja, reichen recht lange. Ich backe ja wieder momentan ziemlich viel und mache ziemlich viel im Ofen und deswegen ja, brauche ich die. Stehen auch schon wieder auf der Liste zum Nachkaufen. So, dann hat die Spülmaschine auch noch was aufgebraucht, quasi inklusive mir. Einmal von Somat Duo Maschinenpfleger oder Reiniger vielmehr. Ja, kennt ihr von mir, kaufe ich mir immer, finde ich gut. 2,35 für die drei Stück. Macht man einmal im Monat zur Reinigung mit rein. Genau. Ja, dann sind nochmal Spülmaschinentabs fast leer gegangen. Ich habe noch drei, glaube ich, aber ich wollte jetzt euch einfach das schon mal zeigen. Die sind auch von Somat. All in One mit Limette und Zitrone. Ja, die habe ich reduziert bei Penny bekommen. Ihr seht, die Verpackung ist hier nicht mehr ganz so. Und dann waren die auf 2 Euro reduziert und die Packung war an sich noch zu. Es war halt hier einfach wohl nur mal was ausgelaufen, keine Ahnung. Und dann haben sie einfach aufgrund des Verpackungsschadens die auf 2 Euro reduziert. Und dann habe ich gedacht, dann kannst du die mitnehmen. Ja, fand ich sehr gut. 27 Stück, wie gesagt, drei habe ich noch. Hier steht auch hinten irgendwo drauf, dass die auch für den, na, wenn du nicht so ein Vollprogramm quasi laufen lässt, sondern so ein Kurzprogramm. Und die lösen sich wirklich gut auf. Die hatten jetzt an sich keine selbstlösende Folie. Die musste man halt noch selber rausnehmen. Und das war jetzt nicht ganz so schlimm. Also, ja. Würde ich mir nachkommen, wenn es die noch mal irgendwo im Angebot gibt. So, noch Haushaltssache. Lenore, diesen Weichspüler, ich liebe ihn. Meeresbrise, steht neu drauf. Den gibt es jetzt in dieser Größe und dann noch meine Nummer größer, kostet in der Größe, ich glaube, 2,35 und das andere 3,49. Am Anfang fand ich den nicht so toll und dann habe ich das erste Mal meine Wäsche damit gewaschen und das riecht einfach nur. In Kombination mit Persil habe ich derzeit, riecht das dann wie so ein geiles Männerparfüm. Große, große Liebe. Werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn mein Vorrat ein bisschen geschrumpft ist. Na, ich habe ja damals in meinem Einheuer ganz viel von Soft Lan Bouquet der Düfte bestellt. Ihr habt es gesehen und von daher, ja. Ich habe ihn mir jetzt ja nochmal nachgekauft, ne, weil ich wusste, er geht leer. Wird mein neuer Favorit und ich glaube, meine Wäsche wird nicht mehr anders riechen, außer damit. Ich finde den einfach toll. Ja, genau. So, und dann habe ich noch Fairy aufgebraucht. Ja, dieses Originale. Bei mir hält so ein Spülmittel immer Ewigkeiten, also vielleicht alle halbe Jahre mal, weil so viel wasche ich nicht ab, so viel Dreck mache ich nicht. Meine Spülmaschine rennt alle 2, 3 Tage, je nachdem. Ob ich halt noch was gekocht habe oder wie auch immer. Ja, also klar hat es ordentlich sauber gemacht, ne? So grün, das ist halt das Original. Aber vom Duft her fand ich es nicht so toll. Und dann hatte ich mir jetzt Pril gekauft, habt ihr im Haul gesehen. Finde ich ein bisschen besser, das Pril, deswegen würde ich mir jetzt Fairy persönlich nicht nachkaufen. Ja, genau. So, dann
habe ich noch Kerzen aufgebraucht, 3 Stück. Das sind 2, alles die gleiche Sorte. Und zwar ist das die Melonenkerze von IKEA. So aus dem Glas riecht das wie so eine geile Honigmelone, gerade frisch aufgeschnitten. Nur leider nehme ich sie im Raum nur wahr, wenn ich direkt über der Kerze quasi hänge. Ne? Ich habe so ein, das ist auch so ein großer Teller von IKEA, den dekoriere ich halt je nach Jahreszeit. Und da sind dann halt auch die Kerzen immer drauf. Und wenn ich sie quasi ausgepustet habe, dann habe ich es gerochen. Und dafür war es mir jetzt nichts. Ja. Würde ich mir jetzt also persönlich nicht nochmal nachkaufen. Gut, runtergebrannt sind die 3 auf jeden Fall. Ja, wäre es jetzt eine Kerze ohne Duft, dann würde ich sie mir nachkaufen, weil sie halt gut waren. Aber ich habe halt nichts gemerkt am Raum. Genau so. Und die stellen wir mal nach hier oben auf die Fensterbank, damit sie nicht runterfallen. So, dann habe ich einmal meine Kieselerdekapseln leer gemacht. Jetzt habe ich mir die große Verpackung gekauft. Die kleine kostet 2,95 für 60 Stück und jetzt habe ich bezahlt 6,95 für 210 Stück. Und ganz oft sind die auch bei Rossmann in der Werbung für 5,95 Euro, die große Packung. Bei DM kriegt ihr die große, aber nur online. Ich weiß nicht, wie es bei Rossmann ist. Ja, kann ich aber nur empfehlen, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich hatte ja meine Nägel ganz kurz gemacht, weil ich ein paar Kunstnägel ausprobieren wollte. Und die sind schon wieder so gewachsen, das ist jetzt 2 Wochen her, ne? Also die sind schon wieder ziemlich gut und kann ich nur empfehlen. Großes, großes Kino. So, und dann noch eine Essensempfehlung und zwar was zum Schnabulieren. Ja. Waffelhörnchen Zitronen- und Buttermilch von Penny. Ne? Rios ist die Marke von Penny, sind 6 Stück drin, kosten 1,39 €. Perfekt für den Sommer. Ich glaube, ich habe euch die schon mal empfohlen. Bei Penny gibt es die immer nur im Sommer, also bei meinem Penny. Und wenn ich die dann sehe, dann kaufe ich mir halt eine Packung. Und jetzt war ich vorgestern bei Penny und dann habe ich sie gesehen, eine Packung mitgenommen und gleich eins auch schnabuliert. Ja, richtig, richtig gut, sehr erfrischend, sehr, sehr lecker. Große Kaufempfehlung. So, und dann machen wir jetzt mit diesem Beauty-Zeug weiter. Also ich habe mir eine neue Kiste auserkoren. Und zwar, zeig mir das jetzt einmal, das ist ein alter S. Oliver-Karton. Da waren meine Sandalen drin, die ich euch in einem Haul gezeigt habe. Und der ist, hat so die perfekte Größe zum Sammeln von Sachen. Jetzt so mit den Haushaltssachen natürlich nicht, aber für die Beauty-Produkte, dann brauche ich auch ein bisschen länger, bis dann voll ist und bis ihr dann so ein Video seht, weil nur aufgebraucht ist ja auch nicht so. Na, also ich persönlich gucke halt aufgebraucht Videos sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob ich die halt nur auf meinem Kanal haben will. Genau. So, dann habe ich eine Taschentücherbox leer gemacht. Das hatte hier von Rossmann waren die. Hallo Ed, hier klebt noch ein Washi-Tape. Entschuldigung. Von Alouette 4-lagig, 100 Tücher, 95 Cent. Ja, war halt so hier Meeresthema, ne? Wild and free, like the sea zum Beispiel. Oder life looks better underwater. Ja, gut, sind gut. Ich kaufe sie mir immer da, wo ich gerade bin. Also, ja. Genau. Gut, dann kommen wir mal zu den interessanten Geschichten. Ne? Ich habe ein Make-up-Produkt und zwar dieses hier. Das ist Isana Man Hydro Rasiergel. Easy Glide Komplex pflegt und erfrischt normale Haut. Also dieser Pumpspender hier oben, der ging so, so schwer, dass ich da kaum Produkt rausbekommen habe. Das Rasiergel an sich war gut, aber es hat so mega lange gedauert, bis da überhaupt was rausgekommen ist. Und dann war das immer nur so ein Mini-Bisschen und das hat dann halt immer nur fürs halbe Bein gereicht, zum Beispiel jetzt. Ne? Würde ich es mir nachkaufen? Nein. Also dann warte ich lieber auf, dass ich bei DM irgendwie was einkaufen gehe oder online bestelle. Aber Rossmann fand ich jetzt nicht so geil. Genau, wie viel waren da drin? 200 Milliliter, das war so leicht bläulich, man sieht es hier noch. Ja, aber für mich kein Nachkaufprodukt, da finde ich die von Balea auf jeden Fall besser. Genau, dann habe ich umgefüllt von Yesa meine Intimwaschlotion, die kennt ihr von mir, die habe ich auch schon wieder nachgekauft. Aber ich mache das immer so, wenn ich einen umfülle, habe ich immer eins im Backup, ja, weil ich die einfach gut finde. Ne? Neuer Duft steht hier drauf, die riecht auch so ein bisschen pudrig, mag ich sehr gerne. Genau. Bleiben wir mal gleich bei diesem Duschgel und Waschgel und sowas. Ja, ich war viel duschen. Klar, es ist Sommer und da ist das einfach so, dass du
irgendwie gefühlt vermehrt duschen gehst. Also bei uns ist es halt so schwül. Die Sonne ist nicht wirklich da, aber es ist trotzdem schwül und schwitzig und ne, ihr versteht. Und deswegen, hier habe ich noch irgendwo in einem Backup gefunden, Body Soul Aroma Dusche, Maracuja Vanille. Das kam irgendwann mal von Sabrina. Keine Ahnung, wo man das bekommt. War sehr, sehr fruchtig. Absolut nicht meins. Es war halt schon angefangen. Das auf jeden Fall. Und dann habe ich es jetzt halt leer gemacht. Ja, also mir war es zu fruchtig von der Maracuja her. Vanille rieche ich da überhaupt nicht. Riecht da wirklich nur diese Maracuja. Ja, waren jetzt 100 Milliliter drin. Ist leer gegangen. Würde ich mir aber nicht nachkaufen. Was ich mir hingegen gerne nachkaufen würde, ist von Nivea Ocean Feeling. Oh, da ist noch was drin. Kann ich nachher noch mal duschen gehen mit. Mache ich dann auch. 250 Milliliter sind da drin. Ist jetzt wohl die Sommer Edition. Habe ich geschenkt bekommen. Ja, und dann habe ich es jetzt halt gleich benutzt, weil. Und so. Genau. Einmal hatte ich für Uli nämlich gekauft gehabt und dann habe ich selber geschenkt bekommen. Und ja, ich mag die Nivea-Geschichten. Riecht gut. Hat gut geschäumt. Ja, toller Duft. Sehr frisch blumig, also voll meins, richtig, richtig gut. Ja. Dann passend quasi zusammen leer gemacht. Das ist Pink Pomelos. Das ist aus dem letzten Jahr Bella Ciao vom Balea Verwöhndusche. Lecker. Einfach nur lecker. So zitrische Düfte, wisst ihr, mag ich. Und Pink Pomelo. Ich esse die halt auch sehr, sehr gerne. Und toll. Ja. Und dann habe ich passend das Peeling dazu leer gemacht. Das war aber von Isana. Neu. Ich glaube, es gibt sogar noch Duschpeeling. Grapefruit ist das jetzt mit Massageperlen. Ohne Mikroplastik. Auch mega, mega gut. Ein ganz sanftes Peeling. Also nicht so ein, wie so ein Salzpeeling, was es sonst gibt. Aber trotzdem gut. Und sehr, sehr lecker. Also Grapefruit, ja. Ich liebe das halt total. Genau. Dann habe ich dieses hier leer gemacht von Lacura, das Reinigungsgel Hydro Power. Gibt es bei Aldi Süd. Habe ich von Sabrina ein paar damals bekommen. Ist irgendein Dupe zum Garnier irgendwas. Mir fällt es aber auch gerade nicht ein. Mag ich sehr gerne. Brennt bei mir nicht in den Augen, wenn ich damit mir das Make-up runterhole. Ich habe davon jetzt noch eins. Aktuell mache ich irgendwas von M. Asam, glaube ich, ist das leer. Reinigungs. Irgendwas aus der lilanen Reihe Kollagen. Schieß mich tot. Das hier finde ich sehr, sehr gut. Und ja, also hätte ich ein Aldi Süd und das wäre in der Werbung, würde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen, weil ich das mega gut finde. Genau. So, dann habe ich Deo leer gemacht, jede Menge. Auch hier habe ich noch eins im Backup quasi gefunden, und zwar dieses hier von Fa. Glamorous Moments, 48 Stunden Schutz, Aluminiumsalz, 0% Aluminiumsalze, Duft der schwarzen Orchidee. Ich mochte den Duft eine Zeit lang sehr, sehr gerne. Mittlerweile riecht es für mich nach älterer Frau. Also so ab 60 aufwärts. Und das bin ich nicht. Also das ist sehr, sehr, sehr schwer. Und das bin ich nicht. Ja. Wie gesagt, habe ich noch ein Backup gefunden. Ich habe es jetzt leer gemacht. Ich würde es mir aber nicht nochmal kaufen. Was ich mir hingegen immer wieder kaufen würde, die haben jetzt, glaube ich, auch eine neue Verpackung von Farb. Dieses Divine Moments. Ne, das riecht ja wie das Lavibel. Das liebe ich. Ich habe auch das Duschgel gerade unter der Dusche. Und ja, eins habe ich noch im Backup. Wenn das leer ist, würde ich mir das kaufen oder das von Balea. Ja, da gibt es ja auch so eins, was auch danach riecht. Genau. Und dann habe ich von Nivea Protect and Care 0% Aluminium diesen Deo-Roller leer gemacht. Ich hatte noch zwei von Silke irgendwann zugeschickt bekommen, weil sie die nicht mehr benutzt. Und ich habe die früher sehr geliebt. Er ist nach wie vor gut, aber ich habe andere Favoriten einfach gefunden. Für mich, die für mich besser funktionieren, die noch länger halten. Und ja, deswegen würde ich ihn mir nicht nachkaufen. Was ich mir hingegen immer wieder nachkaufen würde. Rexona, das Grüne. Stress Control. Frisch, pudrig, sauber, voll meins, hält gut, ist wirklich langanhaltend. Jetzt keine 48 Stunden, weil dafür gehe ich zu oft duschen. Hat man ja gerade am Duschgelverschleiß gesehen. Aber ich mag das sehr und ich würde mir das immer wieder nachkaufen. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Das ist ein Antitranspirant, aber ich liebe das sehr. Ja. Oh Gott, da ist noch so viel drin. Ach ja, Balea. Lederfersenschutz habe ich eingeklebt. Ich habe euch letztes Jahr gezeigt, dass ich mir so Hackenschuhe von Tom Taylor gekauft habe. Und
Am Hacken, nur aber auf der linken Seite, habe ich mir immer Blasen gelaufen. Immer. Und dann habe ich diese Teile irgendwann letztes Jahr bestellt, habe vergessen, dass ich sie habe und habe sie jetzt in meine Schuhe eingeklebt. Und ich kann euch sagen, das ist so eine Wohltat. Ich kann die Schuhe jetzt anziehen und ich kann auch total lange drauf laufen, ohne dass was passiert. Und wir haben am 30. Haben ein paar Kollegen eine kleine Feier quasi organisiert, wo halt viele von der Arbeit kommen und so. Und da überlege ich halt, ob ich die Schuhe anziehe, weil wir da auch fast nur quasi ja ein bisschen tanzen werden, klar, aber wir müssen für nett sitzen werden und so. Da überlege ich echt, ob ich diese Hackenschuhe anziehe, aber da das bei uns in eine Art Keller runter geht, so ein altes Gewölbe halt. Und das geht wirklich so. Und wenn du dann doch was getrunken hast, ich weiß nicht, ob das so ganz gut ist, wenn du dann ewig hoch und runter rennst und dann mit mal so hohe Schuhe an hast, wenn du halt einen getrunken hast. Egal. Ich überlege mir das noch. Ich kann die Dinger aber auf jeden Fall empfehlen. So. Ja, dann machen wir mal weiter mit so einem Fußbad. Fuß-Vitalbad habe ich leer gemacht von Balea, hatte ich euch auch in irgendeinem Haul gezeigt. 1,25 oder 1,35. Riecht sehr, sehr frisch. Dass es jetzt was Besonderes für meine Füße gemacht hat, ist besonders, oder diese besonders gut gepflegt hat, das kann ich nicht sagen, aber das war gut. Und der Duft war sehr, sehr angenehm. Würde ich mir auch durchaus nochmal nachkaufen. Aber ich habe, glaube ich, noch so viel Zeugs, auch was Füße und so angeht. Nee, aber sowas habe ich gar nicht mehr. Nee, mal gucken, ob ich es mir jetzt im nächsten Raubzug quasi wieder nachkaufe oder ob ich nochmal was anderes ausprobiere. Aber ich fand es sehr gut und kann es empfehlen. Kam mit 450 Gramm und ist vegan und Salz aus dem Toten Meer. Jo. Also so für den Sommer richtig, richtig gut. Ja, dann bleiben wir mal gleich bei Badezusätzen, ne? Ja, Mensch. Ich guck mal, wie viele ich habe. Hier ist noch einer. Ja, das dürfte es gewesen sein. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier noch einer mit zwischen ist, aber das dürfte das hier sein. Gebadet habe ich viermal. Einmal mit Du bist wundervoll, vergiss das nie. Balea Badesalz für dich. Gott, mit Mandelmilch und Blüten. Sehr, sehr lecker, ist neu im Sortiment. Mag ich sehr, riecht gut, ist sehr lecker. Ist so ein bisschen milchig und es riecht halt auch sehr lecker und kostet 55 Cent und ja, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Aveo Deluxe mit Magnolienduft und Traubenkernöl, Badeperlen, auch sehr, sehr lecker, schäumt ein ganz klein wenig, aber ein sehr, sehr lang anhaltender Duft. Ist halt ein Müller-Produkt, war mein letztes, komme ich so nicht mehr ran. Ja. Vielleicht irgendwann nochmal, wenn ich selber in die Richtung fahre oder ich frage einfach mal meine Mädels, die da so in der Nähe eines Müllers wohnen, ob ja, wir irgendwie vielleicht nochmal ein Tauschpaket oder so machen können oder wie auch immer. Genau, aber ich fand es gut. Was ich auch sehr, sehr gut fand, TTZ riecht jetzt noch mehr nach Urlaub, Sinnesreise, Reise ans Meer mit Zypressenöl und Meeresalge. Also es riecht schon sehr frisch. Und das Badewasser ist so leicht, könnt ihr das sehen? Ja, so leicht türkisfarben. Aber es ist nicht mit der Ostsee zu vergleichen. Absolut nicht. Also wenn ich in Warnemünde oben am Strom stehe, auf der Brücke, und ich quasi Richtung Leuchtturm gucke und der Wind günstig steht, dann kommt immer so eine Brise rein und dann riechst du dieses salzige Meereswasser. Das verbinde ich mit Reise ans Meer. Dies hier ist auch frisch, aber es riecht halt nicht so. Ne? Das ist total schön. Hier steht auch drauf mit Glitzereffekt. Den habe ich leider nicht gesehen, aber es hat gut geschäumt, es hat gut gerochen und wie gesagt, sehr, sehr frisch. Und würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen, weil irgendwann werden die auch wieder aus dem Sortiment gehen, also reduziert sein. Und dann würde ich da auf jeden Fall das eine oder andere mir nochmal mitnehmen. Ja. Und das hier kann ich sehr, sehr empfehlen. Habe ich diese hier schon zweimal leer gemacht. Sunny Grapefruit Splash von Tranquil Moon ist halt auch sehr Grapefruit-lastig. Ich mag das sehr. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Genau. Und schäumt halt ganz wunderbar. Oh, dann ganz unspektakulär einmal diese Evelyn Maxi Wattepads. Ja, finde ich gut. Habt ihr, glaube ich, auch im Haul wieder gesehen.
von Sephora. So eine Reinigungstücher, 25 Stück mit Hanf. Richtig, richtig gut, haben nicht gebrannt. Haben mir sehr lange gereicht. Was ich mega gut fand, war dieser Verschluss. Ja, das ist halt so ein richtiger Klickverschluss. Das machst du wieder zu und die Tücher bleiben feucht. Das würde ich mir wünschen, dass es auch bei den Drogerie-Normalteilen halt passiert, dass die so einen festen Verschluss halt drum machen. Richtig, richtig gut. Haben mir sehr gut gefallen, auch vom Duft her. Und würde ich mir nachkommen. Ist wahrscheinlich eine Limited Edition, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber fand ich sehr gut. Genau. So, dann habe ich diesen Nagellackentferner leer gemacht von Isana Extra Stark. Den kennt ihr, ne? Also so Glitzerlack und so. Macht der super gut weg. Ich habe auf den Füßen das ganze Jahr über Nagellack und am liebsten trage ich dort Sandlack, weil der einfach mega lange hält und nicht so oft nachlackieren muss. Und wenn man den quasi auf so kleine Wattepad-Stücke gibt, die man sich vorher zurechtschneidet und dann das auf den Füßen einwirken lässt, so gefühlt 5 Minuten, dann kannst du das so wegmachen und da ist nichts mehr. Na, das funktioniert sehr gut mit dem und so lackiere ich zum Beispiel meine Füße ab. Genau, kann ich nur empfehlen, sind 125 Milliliter drin, kostet 1,49 Euro, aber der ist jeden Cent wert. Richtig, richtig gut. Ja, so, dann haben wir ein paar Masken. Einmal Bubbly Facial Mask, also das ist so eine Bubble-Maske, die gab es bei Action. Ich war vor 14 Tagen, glaube ich, kurz bei Action, weil ich ein paar Handtücher gebraucht habe. Ich habe mir, die habe ich auch bekommen, die ich wollte. Dann habe ich mir ein paar Rührschüsseln gekauft, ein paar Haken fürs Badezimmer, also wirklich ganz, ganz viel für die Wohnung. Und unter anderem auch ein paar Masken für mich, aber nur so ein paar, also unter anderem die hier, da waren 3 Stück drin. Eine habe ich selber benutzt, eine habe ich nach Berlin zu Sarah geschickt und die andere habe ich meiner Freundin Gina mitgegeben zum Ausprobieren. Also im Endeffekt habe ich eine behalten und die ja dann auch gemacht. Es ist kein großer spektakulärer Action-Haul, also ja, es lohnt also nicht, euch das zu zeigen, weil so ein Bambusschneidebrett kennt halt jeder und Rührschüssel kennt auch jeder und Handtücher. Nur so für die sind halt grau, ne? Passt halt dann besser in mein Badezimmer, meine Wohnung. Also zurück zu der Maske. Ich mag diese Bubble-Geschichten und würde die mir immer wieder nachkaufen, weil ich die gut finde von Action. Diese Balea-Hanftuchmaske finde ich auch grandios, spendet sehr, sehr gut Feuchtigkeit, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Balea-Tuchmaske Milky Kokos finde ich auch sehr, sehr toll, aber ich glaube, die ist mittlerweile raus, weil die wieder ins Sortiment eingezogen ist, hatte ich neuest online gesehen, und zwar die Kaktusmaske. Ja, die sieht halt wunderschön aus, meine ist ein bisschen versifft, aber die ist so schön und die ist so gut und ja. Ich habe davon aber noch ein paar. Sollte sie jetzt irgendwann aus dem Sortiment gehen und so stark reduziert sein, dann werde ich mir natürlich, auch wenn ich ein Kaufverbot habe, das schmeiße ich dann über Bord, einfach ein bisschen was bunkern, weil die so toll Feuchtigkeit spendet und so gut ist, dass ich mir einfach wünschen würde, dass sie die ins Standardsortiment bringen und gar nicht mehr rausnehmen. Ja. Dann habe ich noch von The Beauty Mask Company die Hyaluronmaske leer gemacht. Das ist meine liebste Maske von dieser Marke. Habe ich schon so oft aufgebraucht. Einmal im Paket von Sabrina gehabt, getestet und für so gut empfunden, dass ich ja, mir die immer mal wieder halt gönne. Sie sind ein bisschen teurer, ja, aber dafür sind die auch sehr, sehr gut. Dann habe ich von Action diese Honey Bear Face Mask leer gemacht. Sah man aus wie so ein kleines Bärchen. War mit Gurkenextrakt. Ein sehr, sehr muffiger Geruch. Fand ich nicht ganz so toll, würde ich mir auch nicht nochmal kaufen. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Da wechselt es ja auch ständig. Und von Action The Beauty Depth Holy Guacamole Maske, also mit Avocado. Sehr, sehr gut, sehr feuchtig, hat schon noch genug Serum drin, hat gut gerochen, Tuch war feucht. Großes Kino für wenig Geld. Ja. Dann habe ich noch dieses Peeling leer gemacht, dieses Sugar Scrub mit Brown Sugar und Chia. Für Nomade und trockene Haut von Balea gibt es noch, finde ich sehr gut. Hatte ich mal in der großen Tube, fand ich ein bisschen besser als jetzt nur so wenig. Aber man meckert ja nicht. Ne? Ich finde es wirklich gut. Ist sehr fein. Und dann habe ich noch von The Beauty Depth eine Grapefruit-Maske an der gemacht. Ist sehr, sehr Grapefruit-lastig hier. Ja, richtig gut. Gibt es bei Action für 1 Euro und ein bisschen. Sind 4 bis 5 Anwendungen drin. Hat gut Feuchtigkeit gespendet. Mochte ich. Ja.
Dann habe ich noch eine Maske leer gemacht von Shavens, die Erdbeer-Peeling-Maske. Das ist meine liebste von Shavens, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ist mittlerweile auch im Standardsortiment, war, glaube ich, irgendwann mal Limited Edition. Ja, auch aufgebraucht von Isana, die Clear-Up-Strips, reine Haut. Ja, sie ziehen schon ein bisschen was raus, aber sie sind nicht so gut wie die von Action. Bei Action gab es übrigens keine, deswegen konnte ich mir keine kaufen. Ja, jetzt würde ich die dann nochmal von Balea kaufen und ich fahre irgendwann nochmal zu Action. Ich muss mal gucken, wie es auch meine Zeit so ein bisschen erlaubt. Und ja, aber an sich, die waren okay, aber sind halt nicht so ganz der Burner, ne? Ja, und dann Augenpads. Einmal Balea Q10 würde ich mir immer wieder kaufen, weil ich sie toll finde. Dann zweimal die Isana Hydro. Fand ich nicht mehr so gut. Habe sie jetzt aufgebraucht, weil sie noch in meinem Kühlschrank gelegen haben. Und zweimal die Cucumber Under Eye Pads von Action. Ja, da hatte ich mir übrigens zwei Packungen mitgenommen, weil die 82 Cent kosten für, ich weiß nicht, wie viel sind da drin. Ich glaube, 4 Tütchen pro Packung sind gut, sind sehr gut und absolut empfehlenswert für wenig Geld. Ja, dann habe ich noch eine Handcreme leer gemacht von Ritual, The Ritual of Sakura. Recovery Hand Balm for Dry Skin. Stand an meinem Homeoffice-Schminktisch, den es nicht mehr gibt, ist jetzt ein richtiger Schreibtisch. Ja, sind super. Durch das ganze Hände desinfizieren und so sind die halt sehr rau. Mochte ich sehr, würde ich mir auch durchaus in etwas größer nachkommen. Ich habe nur so viel Handcreme, ich brauche die nächsten 2, 5 Jahre nichts. So, dann noch von Labello diesen Cheers. Das war mal wohl eine Limited Edition zu Silvester. War ein ganz normaler Labello, ne? Dieser helle, durchsichtige, also der 0815. Ich habe noch genügend von diesen Lippenpflegestiften und würde mir jetzt nicht unbedingt den nochmal nachkaufen. Gibt's bessere. Ja. So, und dann machen wir dekorativ, ne? Ja. Leer gegangen. Catrice Camouflage in der Farbe 025 Rosy Sand. Da war nur noch so wenig drin, dass ich euch die in meiner Sammlung einfach nicht mehr gezeigt habe. Aber nur noch ganz bisschen. Ich habe die nicht benutzt als Concealer, sondern als Eyeshadow Base, weil das Ding, das kriecht so doll in die Fältchen, dass es da für mich einfach nicht mehr funktioniert hat. Und es hätte sich auch nicht mehr gelohnt, das Ding irgendwie in ein Wanderpaket oder so zu packen, weil da nur noch so ein mini bisschen drin war. Na, deswegen habe ich es aufgebraucht. Würde ich mir nicht nachkaufen. So. Dann habe ich diesen Augenbrauenstift leer gemacht. Farbe war 02. War noch einer von Basic. Das bekam man mal irgendwann bei Schlecker. Ist also schon x tausend Jahre her. Ist jetzt leer, lässt sich nicht mehr anspitzen. Die Minus hinten raus. Ich bin kein Stiftmädchen. Ich bin ein Pudermädchen. Und würde mir deshalb keinen Augenbrauenstift nachkaufen. Die ich noch habe, wo nur noch so ein bisschen dran ist, die brauche ich jetzt noch auf. Die anderen, die halt noch quasi fast voll sind, die wandern jetzt demnächst dann in ein Tausch-Trash-Wanderpaket. Ich muss mal gucken. Genau. So, dann habe ich von Kiko, das war wohl eine Limited Edition, ein Candy Split Eye Pencil in diesem wunderschönen Rosa. Leer gemacht. Den habe ich sehr, sehr gerne als Eyeliner gezogen. Da war gar nicht so viel drin. Die Farbe war die 01. Schöne Aufmachung habe ich mal irgendwann von Sarah bekommen. Fand ich gut. Aber wie gesagt, so richtig viel war nicht drin. Den musste man halt dann so rausdrehen und irgendwann ist dann der letzte Rest rausgefallen. Wie gesagt, hat mir gut gefallen. Könnte ich mir auch vorstellen, nachzukaufen, aber dann wahrscheinlich in einer anderen Farbe. Dann habe ich noch diese Eyeshadow Base leer gemacht, weil da auch nicht mehr viel drin war. Dieser Eye Love Effekt, das war die dunkle. Ja, konntest du machen, wenn du Smoky Eyes verwendet oder gemacht hast, wenn du halt was Helleres geschminkt hast, hat das alle Farben total schnell dunkel gemacht. Ich würde mir so eine eingefärbte nicht nochmal kaufen, dann eher so eine neutrale. Ja, finde ich einfach besser. Ja, ihr Lieben, und dann noch zwei Nagellacke. Ein Farblack aus der Holo Rainbow in diesem Blau. Ja, richtig geil für den Sommer. Ich liebe es im Sommer, blauen Nagellack zu tragen. Ja, und das ist die Farbe 03 Holo Rocks. Ja.
Genau, also ich habe dann meistens von Sally Hansen habe ich so einen aus der Gel-Reihe. Den habe ich als erste Schicht drüber, habe den und dann ordentlich Topcoat drüber, damit man das auch wieder runterkriegt, weil die sind hartnäckig wie Hulle. Ne? Auch mit dem hier, sie sind trotzdem hartnäckig, muss man dann so ähnlich machen wie auf den Füßen. Also dann das Wattepad quasi eintauchen und drauflegen und bisschen warten, so 5 Minuten und dann so ab und dann geht das. Ne? Aber ja, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Schade, dass Essence die aus dem Sortiment genommen hat. Ich habe davon noch ein paar und dann muss ich mal gucken, was ich tue. Vielleicht habt ihr eine Empfehlung, wo ich so einen mega dollen Glitzerlack, der wirklich auch eingefärbt ist, wo es den aktuell gibt, weil die anderen neigen sich auch so langsam dem Ende und dann hätte ich keine mehr und ich liebe die sehr. Genau. Und dann habe ich von Catrice, ich glaube, Sabrina, der kam von dir, Super Dry Gloss Topcoat leer gemacht. Der war bis zum Ende flüssig, richtig, richtig gut. 10,5 Milliliter. Ich habe jetzt noch so viele andere Dry Dings Topcoats, die ich jetzt erstmal aufbrauchen werde, bevor ich mich dann entscheide, was ich mir nachkaufe. Genau. Ihr Lieben, der Karton ist leer, schon ein bisschen eingesaut, aber das macht nichts. Das heißt, ich sammle jetzt wieder für euch und sobald der Karton wieder voll ist, gibt es das nächste Aufgebraucht-Video. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid bei Eure Foxy.